Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Minecraft. Vorab, wir müssen etwas bequatschen. Und zwar, die Hauptstadt hier, ne? Also die bleibt. Ne? Das, don't panic, ich will die nicht umbauen. Ich finde das Grundprinzip mit dem Japan-Style, mit den Kirschblüten, ich finde das super. Aber, ich muss sagen, ich hätte gern auch wieder was so für mich. Das Problem ist, ich habe immer eigentlich angefangen mit meinem eigenen Haus. Das habe ich diesmal ja nicht gemacht. Ich habe mit dem Bahnhof hier angefangen. Ne? Jetzt hier oben den Tempel, jetzt will ich die Stadt hier bauen. Ich meine, in Sovngarde, ja, Sovngarde ist ja okay so. Aber ich habe in Sovngarde ja nicht wirklich so ein Place to be quasi. Ne? Ich habe da, ja, ich habe mein Schloss, aber wenn ich da reingehe, ist das ein Ruckelschloss. Das ist so, das wird nichts. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe lange hin und her gedacht. Ich habe sogar die letzten Tage mich um Minecraft gedrückt. Ich wollte es eigentlich schon vor ein paar Tagen aufnehmen. Ich habe mich da so ein Bild rum gedrückt. Weil ich gerade nicht so zufrieden bin. Also ich freue mich, dass die Welt wieder geht. Ne? Das ist jetzt nicht das Kern. Der Kerngedanke ist, ich versuche einen Anfang zu finden. Das alles hier ist halt ein guter Anfang, aber ich glaube, ich muss ruhiger anfangen. Ich will, glaube ich, gleich zu viel, zu groß wieder bauen. Ich glaube, wir fangen erstmal doch lieber klein an. Da habe ich mir was überlegt dazu. Entschuldigt, erstmal kurz einen Schluck Energy trinken. Ich habe mir was überlegt. Und zwar, ich habe voll Lust, mit dem Bauernhof anzufangen. Also ich hätte voll Lust, irgendwo einen kleinen Bauernhof aufzubauen. Ja, also quasi bei Null anfangen ist jetzt falsch. Das kann man nicht sagen, weil ich würd Rucksäcke zum Beispiel mitnehmen. Ich würde mir die Rucksäcke mit coolen Stuff vollpacken. Vielleicht auch zum Bauen, das würde ich jetzt nicht mitnehmen. Ne? Aber halt so Sachen, Baustuff würde ich mir mitnehmen einfach. Ich will halt nicht komplett Null anfangen in dem Sinne, aber ich möchte kleiner anfangen. Ich möchte gerne irgendwo hin, mir vielleicht einfach wieder einen kleinen Bauernhof bauen. Ich meine, erinnert ihr euch noch an Folge 1? Dieses Let's Plays. Wo ich mir mein Haus gebaut habe erstmal. Danach dann Sanctuary Stück für Stück angefangen habe, ne? Mich stört persönlich auch, bin ich ehrlich mit euch. Ich zeige euch mal, was mich stört. Ich kann euch das zeigen, dann ist das mit dem Erklären besser. Moment. Ich gehe dafür hier rüber, dann sieht man das besser. Folgendes. Ich habe ja hier zum Beispiel das schon gebaut, ne? Aber ich merke es bei mir selber, ich habe jetzt gerade noch keine Lust, das intern zu gestalten. Natürlich möchte ich das intern, ich möchte es aushöhlen, ich möchte das von innen, das soll auch von innen cool aussehen. Ne, man soll da reingehen können, das soll funktionell sein quasi. Mein Schloss, was ich gerne hier oben hinbauen würde, soll auch funktionell sein. Ne, das soll alles, das soll was sein, das soll nicht einfach nur Fassade sein. Das Problem ist, ich merke halt, ich mache das schon wieder viel zu allgemein. Ich gebe mir bei manchen Sachen, was Details angeht, viel Mühe, weil mir das einfach auch Spaß macht, weil ich da Lust drauf habe. Wie zum Beispiel das Plan hier. Guck mal, ich finde das in dem Canyon so cool, ne? Man hat. Okay, warte. Ihr habt nichts gesehen. Es ist halt. Ne, also ich finde die Idee mit dem Canyon finde ich mega cool. Auch hier diese Wege zu bauen mit den Zäunersatz quasi, ne, die Kirschblüten. Das gefällt mir, das finde ich mega gut. Nur das Haus finde ich auch cool so, aber es ist halt wieder nur die Fassade und ich habe keine Lust intern überhaupt was auszubauen. Wisst ihr, was ich meine? Das Problem hatte ich glaube ich schon mal. Ich glaube bei so Folge 300, 400 oder so, da hatte ich schon mal so eine Phase, wo ich einfach nur so husch-husch gemacht habe, wenn man es so sagen möchte, ne? Aber ich glaube, sowas hat man einfach. Man hat einfach mal so Phasen, wo man halt einfach auf die Details keine Lust hat. Aber ich möchte auf die Details Lust haben. Und das ist mein Problem. Ich habe die Welt wieder begonnen. Ich habe weitergemacht in der Welt, ne? Weil es jetzt ja ging. Und wir haben halt gleich wieder in dem Stil, wie ich damals aufgehört habe, kann man sagen, weitergemacht. Ne, ich habe gleich hier wieder den Bahnhof angefangen, die Brücke muss gebaut werden, die Stadt muss gebaut werden. Das ist schon wieder so, ne?
schon wenn man sagt, so die Stadt muss gleich erstmal als erstes noch gebaut werden, wir brauchen eine neue Hauptstadt. Ich glaube, ich übertreibe es gerade einfach wieder. Ich muss, glaube ich, in der Welt erstmal selber wieder einen Anfang finden. Und dafür würde ich sagen, ich habe die Welt gespeichert. Wir wissen alle, wie riskant das ist, in der Welt zu reisen. Ja? Hier haben wir ja schon eine Todeszone. Wir wissen es. Ja? Hier in der Ecke war ja auch irgendwie eine Todeszone, ne? Auf der anderen Seite. Wir machen das so. Ich würde gern es riskieren. Wir reisen nach Sanctuary und reisen dann nach Norden. Richtig weit. Richtig weit. Das wird dauern, das wird mehrere Folgen dauern. Ich möchte mir einen schönen Platz suchen. Ich möchte ein neues Gebiet finden, das unberührt ist. Ich hoffe, die Welt macht das mit. Wie gesagt, ich habe es zur Sicherheit, bevor ich die Aufnahme jetzt gestartet habe, gespeichert. Ja. Safety first. Also für den Fall, dass wir wieder so ein Corrupted Chunk oder sowas finden. Ich weiß ja nicht, wie weit die Welt unter unserer Welt, die Unterwelt quasi schon nach oben gedrungen ist in die Oberwelt. Wir wissen es nicht. Wir haben bloß so manche Sachen. Aber ich denke, also, wenn ich daran denke, quasi irgendwo klein anzufangen. Ja, wir nehmen ein bisschen Baustuff mit und so, okay. Wir nehmen ein paar Ressourcen mit, okay. Vielleicht so ein paar Setzlinge, ne? Das ist okay. Aber ich möchte halt klein anfangen. Ich möchte wieder auf die Details achten. Wenn ich ein Bauernhaus baue, dann will ich das Bauernhaus auch gleich von Anfang an schön intern gestalten und designen. Wie damals mit dem ersten Haus, wo wir angefangen haben. Mit dem Let's Play. Also back to the roots quasi. Ich möchte wieder zurück zu den Anfängen gehen. Das hier, das bleibt ja. Das ist ja nicht weg. Ne? Wenn ich so sage, so. Boah, ich habe jetzt Bock, diesen Tempel hier oben jetzt auszubauen. Dann reisen wir hier hin und machen das. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir halt ganz weit weg. Das Königreich ist nicht im Untergang geweiht, aber hat ein paar Rückschläge zu verkraften, wenn man das so möchte. Wir machen uns fett essen, wir nehmen uns einen Haufen Zeug mit zum Anbauen. Ich würde gerne wieder klein anfangen, ich möchte gerne irgendwo. Vielleicht einen kleinen Bauernhof machen. Ich möchte gerne ganz viele Tiere da zusammenpferchen. Das klingt jetzt böser, als es gemeint war. Aber halt, ne? Ich will so ruhig und klein und dezent anfangen. Nicht fett Schienen, nicht fett Eisenbahn. Aber seht's positiv für alle, die die Eisenbahn mögen, ne? Und das sehen wollen. Seht's positiv. Wenn ich irgendwo hier ganz in der Pampa, ja? Irgendwann müssen wir eine Schiene dahin bauen. Ich möchte schon eine Anbindung haben, ja? Das heißt, wir müssen von Sanctuary aus irgendwie eine Eisenbahnstrecke nach Norden führen. Es hat alles Vorteile. Ja? Wir sind zwar eine Weile dann weit ab vom Schuss, aber irgendwann müssen wir auch eine Schiene wieder bauen. Also für alle, die eine Eisenbahn sehen wollen, das kommt. Dann umso mehr, ja? Dann habt ihr so eine Überdosis an Eisenbahn quasi. Darum würde ich jetzt sagen, ich nehme ja auch schon so ein bisschen Stuff mit. Wir könnten halt auch ganz roh anfangen. Ich nehme halt nichts mit, außer Essen. Können wir auch machen. Da hätte ich aber echt ein bisschen Bammel, ne? So komplett roh anzufangen, hätte ich halt schon ein bisschen Bammel. Ich meine, sowas müssen wir mitnehmen, ein bisschen Erze für unsere Werkzeuge. Ich möchte auch gerne wieder mit Tinkers arbeiten. Ich möchte so gern wieder mit Tinkers arbeiten. Tinkers war so cool. Erinnert ihr euch noch an die erste Schmelzhütte? Mit Tinkers, mit diesen Ohren, die im Tick das dann immer, ne, das flüssige Metall ausgelassen haben, quasi. Das war cool. Ich will sowas wieder haben. Ich bin auch ehrlich, ich will ein bisschen von dem krassen Elektronikzeug weg. Also von Ender IO, von ME-System. Ich möchte wieder klassisch zu Lagersystem vielleicht übergehen. Ist auch bestimmt angenehmer für die Welt. Ich kann die Mods halt nicht rausmachen, ne? Das wäre auch wieder ein bisschen kritisch. Nehmen wir es einfach so, wie es ist und machen ein bisschen dezenter. Gucken wieder mehr auf Details. Bin ich hier gestorben? Hey, wieso bin ich da gestorben? Achso, verhungert, ne? Ah, toll. So, wir reisen mal zurück. Ruckel, ruckel, okay, jetzt. Da, 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 da.
Wenn wir dann später laufen, vielleicht mache ich in den nächsten Folgen dann auch Facecam an, einfach so gechillt. Mal schauen. Ich würde das. Ich würde es auch so machen. Das komplette ME-System, ne? Mit allen Festplatten. Ich würde das vielleicht sogar gleich gerne mal radikal cutten. Also ich möchte quasi das ME-System. Würde ich jetzt gerne quasi stilllegen. Also ich möchte alle Festplatten rausmachen. Ich möchte es abbauen komplett. Wir packen es in einen Rucksack. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, wir kommen nicht an die Ressourcen ran, okay. Stimmt. Aber wir haben erstmal wieder Ruhe. Wir können einfach so Stuff mitnehmen hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir mitnehmen wollen, ne? Also das will ich definitiv nicht mitnehmen, bin ich ehrlich. Guck mal, hier zum Beispiel. Das können wir doch mitnehmen. Guck mal, wir haben von allen ein bisschen was, ne? Wir haben einen Haufen Stuff dabei. Wir bauen... Okay, das Gold, das ist halt übertrieben, ne? Aber... Lasst uns sowas mitnehmen. So ein Rucksack. Hier sind ein paar Setzlinge von allem, so. Wir können uns ein bisschen Holz holen, ne? Wir fangen irgendwo nochmal schön gechillt in Ruhe an. Wir packen die Elektronik raus. Wir wollen, ne, wir gehen von Elektronik wieder zurück. Die moderne Welt quasi, die kann uns gestohlen bleiben. Wir nehmen auch hier, nehmen uns Essen mit. Wir brauchen auch Zeug zum Anbauen, ne? Ich bräuchte Soja, wir müssten halt alles mitnehmen. Wir müssen an alles denken. Wir brauchen das alles halt. Also den grünen Rucksack, der ist halt... Na, nimm auf. Oh Gott. Der grüne Rucksack ist mit Abstand der wertvollste hier gerade. Den wegzuschmeißen wäre, glaube ich, worst case Szenario. Und irgendwann können wir das ME-System separat wieder anmachen. Wenn wir da auf irgendwas... Wenn wir mal irgendwas haben wollen aus dem ME-System oder so. Müssen wir halt mal gucken. Wir haben Setzlinge dabei. Wir holen uns noch für die Tinkerzeugs. Wir können eine Tinkerschmiede abbauen und mitnehmen. Ich will von vorne anfangen, wir müssen alles mitnehmen. Ja, okay. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen widersprüchlich, das ist mir bewusst. Aber ich will ja nur so einen angenehmen Start dann haben. Naja, also ich will so ein paar Setzlinge mitnehmen. Also alles muss ich nicht mitnehmen. Ich will auch das ME-System nicht mitnehmen. Das bleibt hier. Das wird stillgelegt erstmal. Ich will Setzlinge nur mitnehmen, dass wir halt alles Holz haben. Ein paar Grundressourcen wie Eisen und so für die Tinkers-Werkzeuge. Ich würde gerne Tinkers-Zeugs allgemein mitnehmen. Weil ich würde gerne mit Tinkers halt wieder anfangen. Ne? Ich finde Tinkers halt so schön. Jetzt müsste ich halt nochmal in die Rucksäcke gucken, ne? Es wird eine lange Reise, wir müssen halt auch viel Essen mitnehmen. Gut, das habe ich. Wir bräuchten halt viel Saatgut. Wir bräuchten Soja. Ich meine, ja, wir können, das habe ich gar nicht mehr, seht ihr? Ist halt nur die Frage, ne? Was nehmen wir mit, was nehmen wir nicht mit? Ein bisschen was zum Anbauen für Essen wäre halt schon gut. Bei Soja bräuchte man auch wieder eine Presse. Lasst uns ganz roh anfangen. Wir ernähren uns wieder von Toast. Das wäre halt schon ein bisschen sehr roh, ne? Aber okay, na komm. Wir müssen uns wieder alles zusammensuchen. So richtig... Oder soll ich echt alles hier lassen? Lass ich sogar Tinkers hier, fange ich komplett neu... Also komplett... Ich muss halt in mich selber reinhören und überlegen, will ich das? Soy, ich bin... Soy, auf Englisch. Ja, ich habe noch Sojamilch. Ha! Wo habe ich denn Soja angebaut? Ich habe doch in Sanctuary, bei meinem ersten Haus, habe ich Zeugs. Da habe ich alles, Erdbeeren, da habe ich alles angebaut. Da gehen wir gleich nochmal hin. Da gehen wir gleich nochmal vorbei und gucken. Guck mal, hier habe ich so mit Tinker-Stuff. Guck mal, nehmen wir mit so ein Schmelzding hier. Ein paar Tanks hier. Gönnen wir uns. Tinkers-Gedöns. Wir nehmen uns das einfach mit. Farming Table, was ist denn das? Mit den Dingern fangen wir auch nicht nochmal an. Ja, das sieht cool aus, aber... Obwohl, für eine Küche und so wäre es halt schon nice, ne? Auch das Zeug ist eigentlich cool. Ich finde das optisch halt cool, aber das ist schon wieder... Was nehmen wir mit und was nehmen wir mit, nicht mit? Das ist schon wieder so, ne? Entscheidungen. Oh, hier haben wir noch Stuff, warte mal.
fressen. Wie geht das mit den Bienen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das geht. Ah, hier, so. Nee, was? Nee, ist was anderes. Ich dachte schon gerade, das ist so, ja. Eine Pfanne nehmen wir auch noch mit. Ja. Hier so ein Wasserteil nehmen wir auch noch mit. Bisschen Toast, komm. Ja. Bisschen Nutella drauf. Dann läuft das. Habe ich Nutella? Ich will neu anfangen. Habe ich Nutella? Auch hier mit. Ah. Wir können ja ab und zu wieder herkommen. Wir machen uns. Warte, wir machen uns so einen Schnellreisepunkt, okay? Wir machen uns einen Schnellreisepunkt. Wie hieß denn das? Sein. Nee, warte mal. Wie heißt denn dieser Mod mit dem. Warte. Habe ich nicht irgendwo. Gesundheit, Sani. Ich kann wieder mal genießen, weil sie irgendwas hört. Gehört hat. Komm. Das Holz gönnen wir uns hier so. Die Biene. Wieso habe ich nur eine Biene mitgenommen? Komm. Packen wir zurück. Wir machen das schon. Wir sind erwachsen. Ja. Wir können auch so überleben in der Wildnis. Ich würde die Rucksäcke auch gerne hier lassen. Ich würde am liebsten einen leeren Rucksack mitnehmen, aber. Ihr seht mein Problem, ne? Bei so einem leeren Rucksack mitnehmen ist halt schwierig. Ich überlege gerade echt, auf was ich verzichten möchte und was nicht. Macht einfach neue leere Rucksäcke. Wie macht man nochmal die Rucksäcke? Also die großen. Und Frauen die Taschen packen, nur das Nötigste. Es tut mir leid, okay? Ich kann mich da ganz schlecht immer von Sachen trennen. Ich habe so ein Trennungsproblem, okay? Den würde ich schon mitnehmen. Ich meine, da haben wir jetzt extra so gemacht. Das ist so schön sortiert da drin. Da möchte ich ungefähr drauf verzichten. Ach Mann, was mache ich jetzt? Der Chat ist heute nicht hilfreich, ja? Der Chat ist heute nicht hilfreich. Wie mache ich denn leere Rucksäcke? Dann nehme ich das halt mit und packe das alles dann. Den Stuff brauche ich ja, wenn möglich. Ne, den lasse ich hier. Ich denke gar nicht an den Tinkers Hammer. Cabanas Hammer. Ich lasse ihn hier. Ich will so dieses. Das für die Tinkers Schmiede, das möchte ich gerne mitnehmen. Ich sortiere jetzt hier direkt richtig schön aus. Das Tinkers, das hätte ich gern so ein bisschen, ne? Stimmt, die Rezepte sind ja hier. Boah, ich bin so lost. Stimmt ja, die Rezepte sind ja da. Kann ich hier noch? Das packen wir weg, das packen wir weg. Kommt raus, kommt raus, kommt raus, kommt raus. Kommt raus, kommt raus. Kommt raus. Die Setzlinge würde ich gern mitnehmen, ja. Das fände ich schön. Eisen möchte ich mich auch eigentlich nicht von trennen.
Essen nehmen wir mit. Das Bauholz hätte ich gerne. Gneis. Der gute Gneis. Komm, wir nehmen hier ein bisschen was mit. Ein bisschen Baumaterial einfach, okay? Ich nehme nur einen Rucksack mit, okay? Wir nehmen nur einen Rucksack mit. Mit so ein bisschen Baustuff drin. Mist. Ja gut, das Essen können wir hier bei uns lassen. Nehmen wir nur den Rucksack mit. Wir haben von allen ein bisschen was. Würde ich sagen, oder? Könnte und dann direkt vom Rucksack aus die Items in die Truhe. Ja, das wäre natürlich auch cool. Das wäre wirklich cool. Scheibe. Geh du mal da rein, bitte. Warte mal, ist hier nicht noch ein leerer Rucksack dabei? Dieser Rucksack ist nicht leer. Den habe ich da reingepackt. Nee, warte mal. Nee, das ist der Rucksack. Nee. In dem ist jetzt nichts mehr drin, ne? Eigentlich nicht. Das sind aber coole Setzlinge. Die nehmen wir auch noch mit. Okay, das ist der Backpack. Hallo? Austauschen, danke. Alles gut, Leani. Ich könnte ja sagen, lasst uns noch ein letztes Mal mit der Lok fahren, weißt du, einmal zurückfahren. Wir gehen noch mal hier pennen. Oh, ich nehme mein Bett mit. Nehme ich mein Bett mit? Ich weiß nicht, muss ich mein Bett mitnehmen? Keine Ahnung. Sollte ich eigentlich, ne? Das ist aber Tinkers Betten, ne? Aber Tinkers Betten sind so toll. Du musst deine Diamantrüstung, die mit dem E-System vergammelt, noch einpacken. Ja, klar, natürlich, die würde ich nie vergessen. Oh mein, oh nein, oh nö, ich habe ja auch noch hier Witchery. Ich bin so fett für die Türe. Oh, Witchery. Kann ich meinen Hexenkessel, darf ich meinen Hexenkessel mitnehmen? Ich möchte meinen Hexenkessel mitnehmen. Das machen wir auch wieder. Das, da habe ich, ich will Witchery, ich. Wir kommen irgendwann hierher zurück. Irgendwann kommen wir hierher mal zurück. Ach ja, wir müssen uns noch so ein Teil machen da. So ein, wie heißt das? So ein Wegschild. So ein Sein-Teil. Dingens. Gedöns. Moment. Du kannst ja doch easy einen neuen machen. Ja, wahrscheinlich kann ich mir noch irgendwo hier einen machen. Warte. Backpack. Back. Habe ich den Stuff? Habe ich den Stuff? Bound Leather. Ne, ich brauche Tainted Leather. Wuhu! Der ist für Notfälle. Ein leerer, großer, schöner Rucksack. Hä, das ist Beschiss. Warte. Beschiss, Betrug, Alarm. Hey. Ich wurde beschissen. Da passt nicht so viel rein. Hey, gibt's eine andere Rucksäcke? Bin ich gerade... Nee. Hey. Ich will noch dieses... Warte. Ich will dieses Schildding noch haben. Hier. Okay. Bam.
Das brauchen wir, das markieren wir einfach quasi unser Haus dann damit. Habe ich noch so einen Stift? Ja, habe ich. Ein paar Tacos können wir uns hier auch holen, so. Ja dann, ne? Würde ich mal sagen, ab die Fahrt. Teleportieren wir uns nach Sanctuary und dann geht die Reise los. Nur Handgepäck ist erlaubt. Okay, dann möchte ich fragen, was ist nur Handgepäck? Also was zählt nur als Handgepäck? Ich freue mich innerlich richtig drauf, jetzt loszuziehen, ne? Und woanders quasi neu anzufangen. Wir ziehen los und bauen Valhalla. Ist gar nicht übertrieben, das nächste übertrieben schwer. Ich vermisse das alles, ne? Ein bisschen. Guck mal, hier gab. Habe ich das schon mal? Das habe ich schon gezeigt, ne? Hier sollte mal der Bahnhof, der Untergrundbahnhof quasi. Ja, das war hier. Ja, oh Gott. Ich muss mir das gerade mal angucken. Ich bin gerade ein bisschen nostalgisch unterwegs. Lasst mich. Warte, ich muss was essen. Ich habe Hunger. Ich esse einen Taco. Jetzt einfach trocken Toast hier. Da kann ich echt so ein Toast. Ne? Einfach so ein bisschen angetoastet, so warm. Voll lecker, da brauchst du nicht mehr irgendwas dazu. Ach, das war cool. Resident Evil Style. Oh. Das hat echt Bock gemacht, das zu bauen. Das habe ich offscreen gebaut. Das wusste halt keiner. Oh, das war so gut. Mein Handgepäck ist Portemonnaie und Schlüssel. Ja, so ein Portemonnaie, Schlüssel und Handy ist bei mir. Handy ist noch da. Das zählt noch mit dazu bei mir. Achso, ich wollte noch. Achso, warte, da war ja noch ein was. Wegen Essen. Wegen Saatgut. Wollten wir noch gucken. Woher kommt das überhaupt? Dass Frauen immer alles dabei hätten in ihren Handtaschen. Das ist gar nicht wahr. Das ist gar nicht so schlimm. Wieso denken das immer alle? Oh, was gibt's denn hier? Möhren und Karotten, das nehmen wir alles mit, würde ich sagen. Hier gibt's auch Soja. Guck mal, hier nehmen wir sogar Soja mit. Auf Fleischersatz verzichten wir ja nicht. Ich muss leider Erdbeeren mitnehmen, also da will ich auch nicht in Zukunft nicht drauf verzichten. Soja. Dieb. Haben wir Soja mitgenommen hier. Lalalala. Oh, hier das Zimmer, guck mal. Also meine Gebäude, wo ich halt wohne drinnen, ne, die habe ich ja immer schön ausdesignt. Das Haus, das Schloss. Das vermisse ich. Da habe ich jetzt momentan bei der Hauptstadt halt gar keine Lust dazu. Und das stört mich halt selber. Das möchte ich halt nicht. Ich möchte das ausbauen. Wisst ihr, was ich meine? Und das sagt es mir so als Gefühl innerlich so, okay. Das mit der Hauptstadt ist einfach gerade too much. Das ist nicht das, was ich jetzt machen will. Was ich machen soll. Als nächstes. Ich hoffe, man kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich würde sagen, einfach nach Norden immer weiter. Und wir hoffen, dass wir keine Corrupted Chunks finden, okay? Vielleicht machen wir in der nächsten Folge dann auch Facecam mit an. Einfach zum Labern quasi. Ich hätte mir eigentlich für diese Tour Themen zum Diskutieren überlegen sollen. Ich bin ja wieder live heute, ja, wieder live im Stream. Gibt es denn im Chat so ein paar Themen, über die man diskutieren könnte? Ich bin gerade was am Trinken, darum laufe ich mit Skill über die Brücke, seitlich. Was ein Fakt ist, ich habe dich das erste Mal nach Sachen gefragt, wo ich dachte,
die sind niemals in deiner Handtasche und 80% waren drin. Echt, hast du, echt, haben wir das schon mal gemacht? Das sehe ich nicht so. Das glaube ich nicht. Das ist nie. Haben wir das echt schon mal gemacht? Meine Handtasche sieht nicht so schlimm aus. Ist nicht so vollgestopft, eigentlich nicht. Und ich, ganz ehrlich, ich möchte wieder zu den klassischen Lagern zurück, ne? Classic Lager. Ich glaube, ich hätte gern so eine Zwergenmine, also eine Zwergenstadt als Lager. Dass die Zwerge sich um meine Ressourcen kümmern quasi. Wisst ihr, wie ich es meine? Das fände ich irgendwie voll cool. So, lass uns dann unten ziehen. Mal wieder. Drück die Daumen, dass nichts, eigentlich müsste ich jetzt da nochmal eine Kopie machen, ne? Nach der Folge. So, Safety First, weil jetzt haben wir sortiert und alles, ne? Ich mach das, glaube ich, gleich mal. So, wartet. Ich würde sagen, wir hören uns, sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder und, ich mache dann kurz nochmal einen Save von der Welt. Bis gleich.